Willkommen zurück zu Warriors Orochi 3 Ultimate. Im letzten Part haben wir Breakthrough at Yiling gemacht. Eine Schlacht, die man nur in Warriors Orochi 3 Ultimate findet. Da muss man nochmal aus Yiling entkommen. Mit allen Schuhoffizieren, die wir aktuell zur Verfügung haben. Beziehungsweise die aktuellen Relevanz haben. Muss man da uns durch Dämonen vorbeikämpfen. Waren wenig einige, aber war relativ easy. War eine der ersten Schlachten, der Schwierigkeitsgrad hielt sie für die Grenzen. Heute werden wir Guan Zhua retten. Denn Bao San Yang hat ihn so in letzter Zeit schon nicht mehr gesehen und macht sich allmählich Sorgen. Aber bevor wir jetzt wirklich aufbrechen, werden wir uns jetzt diese geile Konversation zwischen Musashi und Kojiro Sasaki anhören. Musashi, Musashi, it was you who found that bear cup. Yes, it was so weak. It is a good timing. I found it before it died. I thought I should tie it up in case anyone might be scared of it. Though I would rather not do that. Ah, ich dachte, komm, eine epische Konversation. Gibt's bestimmt auch. Gibt ja unterschiedliche Konversationen, aber das war jetzt nichts Besonderes. Schade, Marmelade. You are always alone. I do not like shrouds. I imagine you are the same too. True. Ja, aber Jotai ist nicht alone. Er hat wenigstens Sun Quan, den er beschützen kann. Und guck mal, wen wir hier haben. Es ist Achilles. Der mächtige Krieger Trojas. Der mächtigste griechische Krieger, wohl bemerkt. Using swordsmanship to bring out the best in people. Yes, I'm sure there's a way. I will definitely show you. I must bet against you if a warrior hesitates in battle. He will fall right there on the spot. Oh ja, den werden wir auch noch treffen. Das wird nicht ganz so einfach. Elis hat schon ein bisschen. War schon ein bisschen Mumm. Der kann was. Der Lubu aus Griechenland, wenn ihr so wollt. You seem to be wearing heavy armor than before, so now you are on the defensive. This is merely for training. My gear must be heavy in order to even the odds. What? I refuse to be outdone. Heavier Armor, Xuang? Naja, geht so. Battle of Mount Mewtwo machen wir heute. Find Guan Zhua, who has been missing since the Hydra destroyed Shu. Ja, ist natürlich ein bisschen komisch. Letztes Mal habe ich Guan Zhua gespielt. Naja, stell dir jetzt einfach vor, dass Guan Zhua jetzt nach der Schlacht verschwunden ist. Und jetzt suchen wir ihn halt. Schwierigkeitsgrad ist bei 5, das heißt, ich werde nicht die Mystic Weapons verwenden, das habe ich euch gesagt. Alles, was schwierig ist als Schwierigkeitsgrad 4, werde ich die starken Waffen verwenden. Wir spielen auf Chaos mit Bao San Yang, Ina und Sai Wenji. Guck, zwei Charaktere vom Recommend Team sind dabei. Ayane werde ich bewusst noch nicht verwenden, weil die haben wir noch gar nicht getroffen. Kansaku Doku. Shoku ga Yōja ni osoware horobite kara. Ever since the Hydra had destroyed Shu, thoughts of the whereabouts to safety and safety of Guan Zhua were constantly running through Bao San Yang's mind. From that time onwards, nobody knew where Guan Zhua was, whether in the past or in the present. Nobody had any information about the location of the love of her life. Determined not to give up, Bao San Yang suppressed her fears and continued the search. Suddenly, Nene came to her with promising news that somebody had seen Guan Zhua at Mount Mewtwo.
Elated at the news, Bowser and Young journeyed to the past together with Nene and Dachio. In addition, the shadow of a small figure also followed behind them. Hang in there, Gwensua, we are coming to save you. When I think, I would feel if I were separated from Lord Sunsa, I can't help but know what you are going through. I shall help you. You all work so hard, you make me want to go out there and do the same. Alright, I help too! Hä? Wow, was macht Himiko jetzt hier? Haben wir die überhaupt schon gesehen? Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen. Doch, die haben wir schon mal gesehen. Ja, doch. I don't know, war es auch. Ja, auf einmal hilft die uns? Ein bisschen verdächtig, ne? Doom Spinner X werde ich jetzt nutzen, weil der Schwierigkeitsgrad hier ein bisschen höher ist. Mystic Spinner wäre eine Alternative. Sieht sehr episch aus, ne? Viel besser als der Doom Spinner. Wobei der Doom Spinner brutal aussieht. Bloodspray hätten wir. Chopper, Slasher, Jade Spinner. Sieht auch episch aus. Enforcer. Ah, ist eigentlich so Jojo oder so. Und Bloodspray. Ist da nicht das Logo von Keiji drauf? Keiji mal jeder diese Blume? Schon, ne? Enigma X werden wir hier verwenden mit Ina. Legendary Bow haben wir hier noch. Mystic Enigma. Swan Bow. Oh, das sieht wirklich aus wie ein klassischer Bogen. Dann ein Graceful Dwarf, das ist eher so eine Armbrust. Und den antiken Bogen, Ancient Bow. Mit Sai Venji verwenden wir Royal Harp X. Alternativen wir haben Floral Echo, Requiem, Mystic Requiem, Bean Counter. Was ist das denn? Bodenzähler? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie eine Schokoladentafel, aber es heißt Bean Counter. Und Bell Harp. Jo. Accept Missions, die accepte ich alle. Die sind ziemlich easy. Joe Fang haben wir hier. Shiaki Kato. Miko. Ja, unser Team ist nicht so groß. Fragezeichen, wer das wohl ist. Ist einer von den Fragezeichen etwa Guan Sua? Und wie schon im letzten Mal angeteasert, Sun Wukong ist hier unser Nemesis. Sonst noch wer erwähnenswertes? Nö. Nee. Wir gewinnen, wenn wir Guan Sua gefunden haben. Und Nene und Guan Yi dürfen nicht sterben. Alles klar. Legen wir los. Ja, das passt. City of Flowers. Du. Himiko ist ein richtiges Spielkind. Das war es aber auch schon in Kästen 2. In Kästen 2 gab es ja auch Himiko. Die war dabei Zao Zao, komischerweise. Ach man, hier sah außer an Yang noch so cool aus, ne? Und in Dynasty Warriors 9 haben sie total verunstaltet, Mann. Ist so blöd. Immer noch mal so Kase drin, ne? Naja, ist auch in Ordnung so. So auf Red Hair genommen. So, an dir komme ich auf jeden Fall vorbei, du Lappen. Puh, sind wir overpowered. Aber nur mit den Mystic Weapons. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hart. Schwierigkeitsgrad langsam steigt. Bald kommt auch eine Map, wo der Schwierigkeitsgrad schon voll ist. Und das in Kapitel 1. Das sind die Maps, wo man auf der Seite der Mondarmee kämpft. Einmal die Kiyomori Map. Und die mit Shundoji. Da war jetzt nur ein fettes Schwein drin. Kein Guan Sua. Schade, Marmelade. That's enough for me. Ja, nix drauf, was der Zahn lag. Achso. So, open the door, please. Warp Weaver.
Die haben nichts drauf, Mann. Spielen wir mal mit Saivenji. Die hat auch coole Moves. Schießt immer so Projektile. Immer wenn die treffen, kommt da so ein AOE. So ein Bereichsschaden drum halt, ne? Ist ganz geil. Guck mal, die machen schon Schaden. Und schätzen sollte man die nicht. Darf sie nur nicht zum Angreifen kommen lassen. Dann geht es. Vor allen Dingen habe ich ja auf den X-Weapons Absorption drauf. Das heißt, wir haben Lifesteal. Noch viel Schaden machen, heilen wir uns auch wieder. Das will ich. Das A und O im Chaos Mode. Vor allem im Gauntlet Mode. Ich komme jetzt hier nicht. Oh nein, jetzt habe ich mich hier festgebackt. Ja, was soll's. Komm, Ina. Outfit aus Samurai Warriors 1. Aus Samurai Warriors 1 Extreme Legends, um genau zu sein. Denn in Samurai Warriors 1 alleine gab es Ina noch nicht. Ich kam jetzt mit Extreme Legends dazu. Ina macht auch Spaß zu spielen. Die hat nämlich einen ganz interessanten Bogen. Dieser Bogen hat nämlich Klingen an sich. Deswegen benutzt sie den Bogen auch im Nahkampf, wie ihr sehen könnt. Schießt nur bei bestimmten Moves. Bei Dreieck-Moves hauptsächlich. Die haben mir schon ganz schön viel Schaden jetzt hier gemacht. Muss ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ne? So einfach ist das nicht. Die Gegner machen viel Schaden, kassieren zwar viel, aber wenn sie mich treffen, dann sollte ich wirklich aufpassen. Charaktere schnell durchswitchen. Aber zu sehen, dass ich mich wieder hochheile. Ihr sehen könnt, ne? Musu Recovery, das kann ich jetzt nicht gebrauchen unbedingt. Da hätte ich lieber was anderes. Nicht Leben vollständig regeneriert. Dann könnte ich alles haben. Guanzu, wo bist du? Wer ist überhaupt Guan Yi? Billigversion von Guan Yu. Bist nicht annähernd ein Kriegsgott. Bist ein Kriegspfeife. Kriegsloser bist du. Kriegsabschaum. Coach Whip, komm her. Du bist überhaupt nicht mein Coach. Du kannst andere coachen zu verlieren, wie man gesehen hat. Witz. Oh, Toshie ist hier. Toshie Maeda. Maedas Toshie. Das war's schon. Das ist ziemlich geil hier, dieses Windattribut. Kann ich wieder arbeiten. Oh. Das ist ein Guan Yi demoralized. Was soll denn die Scheiße? Spiny weg? Ah! Kommt da, greift von hinten an. Nimm nicht die Bowser an Yang von hinten. Das macht Guan Zhu schon immer. Also lass es. Du musst überhaupt nicht richtig getroffen, trotzdem ich fand ich das sehr interessant. Jetzt nicht ganz verstanden, aber gut. Lass mich raten, Saivenji ist Wonder. Ja, natürlich ist sie Wonder. Das passt halt zu ihr. Oh, komme ich da jetzt überhaupt hin? Nach da oben? Nee. Shit. Muss ich den Umweg gehen. Boah, ich warte da oben noch. Ich warte da oben, glaube ich, noch. Dann mache ich erst die anderen Bereiche hier frei. Wir machen den Weg frei. Genau, ihr Ex-Angriff. Den konnte man einfach mit Dreieck, Mann. Lässt irgendwelche Energiekugeln vom Himmel regnen. Gar nicht so scheiße. Diese Trollmusik, ey. Bei Kämpfer gegen Dämonen. Dann kommt so eine fröhliche Musik. Naja. Jetzt kommt auch noch eine richtige Troll-Map, wo man mit den Dämonen Kemari spielen möchte. Aber, beziehungsweise die Dämonen wollen mit Yoshimoto Imagawa Kemari spielen. Das sind liebe Dämonen. Die wollen gegen die anderen Dämonen kämpfen. Wir wollen nichts Böses. Auch sehr unlogisch, ne? Aber es feiert. Ja, komm, Schaubar. Wenn du nur nicht R1 machst. Ihr wisst, der 1-Angriff von Schaubar ist sehr stark. Oh, das ist Dragon's Breath. Wieso macht ihr hier Dragon's Breath? Konnte man den damals nicht nur mit R1 plus Musu machen? Das ist hier ihr Standard-Musu. Sehr interessant. Oh, Guan Yu wird kontrolliert von Kiyomori. Das ist natürlich gruselig. Scheiße, ey. Die haben den Kriegsgott auf ihrer Seite. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir den besiegen, dann wird er uns wahrscheinlich was über Guan Zhu sagen. Das ist ja nämlich sein Sohn, ne? Sein leiblicher Sohn. Guan Ping hingegen ist ja nur sein Adoptivsohn. Komm her. Lassen wir das Pfeil regnen. Oh, ist nicht anders, weil so episch wie Shao Yuan. Wisst ihr noch Shao Yuan?
Oh, wo kommen denn die Pfeile? Ach, da sind sie ja. Nee, das ist nichts. Der Move ist nicht so gut. Das ist wiederum ist nice. Weiß eine schlechtere Version von Xushu's Move ist. Bei ihm bleiben die Pfeile viel länger bestehen und Shao Yuan kann es ja auch besser. Haben wir ja auch schon gesehen. Boah! Der Schaden, das war Slay-Attribut. Habt ihr das gesehen? Deswegen habe ich das auf jeder Ex-Waffe drauf. Das macht so viel Schaden, selbst im Gauntlet-Mode. Mit einem hohen Miasma-Level. Wenn sich lange in einem Dungeon aufhält, dann wird es ja immer schwieriger. Für die, die noch nicht wissen, was der Gauntlet-Mode ist. Selbst da kann man die Gegner easy besiegen. Yo, zwei Hits. Let's go. Das ist Guan Yi. Geh weg. Du bist nicht so gut wie Guan Yu. Und wag es nicht, Guan Yu herauszufordern. Wirst nicht lange durchhalten können. Macht aus dir, was weiß ich, verarbeite dich zu Schrott. Ganz ehrlich. Mach Kartoffelbrei aus dir. Boah, ist der Move scheiße. R1 in Luft. Ja, Double Jumpen ist nicht so gut in dem Spiel, wenn man das Movement auf 200 hat. Wie ihr seht. Ich meine, langsamer, wenn man Double Jumps macht. Goodbye! Hier war schnell eliminiert. Wer ist denn jetzt da oben noch? Ist das dann Guan Zuo? Kann ja eigentlich nur Guan Zuo sein, ne? Wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Wir waren ja schon überall. Komm, Guan Yu. Sag mir, wo jetzt Guan Zuo ist. Darf mich nicht treffen lassen, ey. Gut, dass ich in dem Moment selber Musu gemacht hab. Fallback, Fallback. Nö, ist schon passiert. Er ist schon besiegt. Der Kriegsgott. Mit perfektem Timing geht das. Guan Yu, da ist der Weg. Tschüss. Ja, hier ist er. Nee, er war gar nicht hier drinne. Wer ist denn dann hier drinne? Das möchte ich jetzt aber rausfinden. Ich rette dich. Wer bist du? Wenn jetzt Guan Zuo einfach so gerettet haben, wenn er hier gar nicht wenig war. Ich weiß nicht, wer jetzt hier drin ist. Mach mal auf hier den Laden. Es ist Zhao Ren. Okay. Und Zhao Ren fordert mich sogar hier zum Kampf raus. Oh, come on, you can't be serious. Shimiku hat gedacht, das ist Guan Zuo. Oh man, Shimiku, kennst du Guan Zuo, oder? Von OG 1 und 2. War jetzt mal noch nicht spielbar, aber da gab es auch schon Guan Zuo. Jetzt haben sie sich wieder gefunden. Still better love story than Twilight. Das ist ein Entscheidungsgrund, ne? Dass sie auseinandergingen, ey. Jetzt kommt Sun Wukong. Oh komm schon, Sun Wukong. Du hast doch nichts mehr. Du hast doch keine Truppen mehr. Wie willst du denn eine Chance haben, ne? Das ist sehr geil. Können wir hier die Melodie spielen und dann betäuben wir die Gegner. Das finde ich nicht schlecht. Dragon's Breath! Wow, der hält ordentlich was aus. Das heißt, es gibt einen Triple Musu. Oh ja. Jetzt werden die Things exciting. Du bist tot, so gekommen. Das war's. Mann, jetzt. Dann kann ich doch gemacht zu haben. Ich sag nur. Ciao. Konnte der Macht der Liebe nicht standhalten. Baosan Yang und Guan Zuo waren zu heftig zusammen. Savenji schnappt sich ihn jetzt. Los, Guan Zuo, wir gehen jetzt wohin? Lass doch die Baosan Yang in Ruhe, die ist nicht so hübsch wie ich. I would like to thank you with delicate flowers for assisting me. Hey, I told you to cut it out with the sweet talk. No, I didn't mean to. Sanzan Shinpai o Kaketa Batsu. Korekara wa zutto futari de issho ni iru koto. This is your punishment for making people worry. From here on out, the two of you have to remain together always. Nee, this punishment ist denn so heftig, ey. Sore wa mochiron desu. Kanojo ga yurushite kurere nara. That sounds wonderful. If she will have me, of course.
Guenzu, yes. Please never leave my side. Okay. Bloodspray, Bloodspray. Oh ja, viel besser als unserer. Jesus. Besser als unser zweiter Bloodspray. Legendary Bow. Ich glaube, da haben wir jetzt einen besseren, ne? Na, wobei, unsere sind auch in Ordnung. Boah, wie viele Legendary Bows haben wir denn? Der hier ist besser. Ich hatte nicht so viele Legendary Bows. Besser als der. Royal Harp. Ja, brauche ich nicht. Wir haben Royal Harp X. Boah, wir haben zweimal Requiem, ne? Und das Requiem ist wirklich schlecht. Komm. Läuft! Ja, die Schlacht war relativ easy. Aber ich habe auch die guten Waffen jetzt verwendet, ne? Ich habe ja auch die guten Waffen verwendet. Guck mal, die ganzen DLC-Tracks, ne? Die haben viele von euch gar nicht. Guck mal, die sind hier auch so gut. Vor allem dieses geile Theme gibt es nicht in dem Spiel. What? Ach guck, Savengey und Cao Cao. Ja. Nur Cao Cao ist hier? Okay, die Konversation mit Cao Cao gibt es im nächsten Part. Jetzt gibt es erstmal wieder Lotterie-Action. Rising Dragon mit Shao Yun. Müll. Brauchen wir nicht. Punisher. Swanwing. Swanwing? Besser als unser Swanwing. Hätte ich nicht gedacht bei den schlechten Attributen. Oh, da war Ying Long. Ganz besonderer Charakter. Will noch nicht spoilern, wer Ying Long ist. Für die, die es wissen, die sollen sich auch zurückhalten für Leute, die die Story noch nicht kennen. Fire-Tipped Rings. Nein, die sind schlechter. Shadow Bracers, brauche ich gleich gucken. Definitiv schlechter, ne? Mit nur einem Attribut. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gibt's eine Fete, weil wir gut zur gerettet haben. Schon ein Bankett dann. Alright, let's have some fun. Oh. I like it. Everybody, drink your fill and cause chaos. Yosh, kyou wa paatto ikou ze. Yoroi nuganaito. All right, I'm ready to have some fun. Oops, I better take off my armor first. Ja, also mit so einer heftigen Rüstung würde ich jetzt auch nicht unbedingt feiern gehen. Es ist ein bisschen cringe, lieber Schaubar. Ah, ich mag Schaubar sowieso nicht so gerne. Ja, Hunduden war wieder mal episch. Ah, nehmen wir mal erst ganz am Ende kennenlernen. Ne, werden wir nicht ganz am Ende kennenlernen, weil vorher werde ich ihn noch spielen in der Story. Weil in der gesamten Story taucht er, glaube ich, nicht auf. Nicht mal bei den DLC-Missionen, wenn mich nicht alles täuscht. Kein Hunduden, oder? Gehen wir hier kurz durch. Ich glaube, nicht mal beim DLC gibt es Hunduden. Ne. Krass. Hunduden gibt es nur im Gauntlet-Mode, Freunde. Ich werde ihn schon noch verwenden, keine Angst. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.